Servus Leute, heute geht's weiter mit meiner kleinen Reise, kann man sagen. Ich bin heute zum vierten Mal jetzt bei den Pforzheim Wild Dogs beim Training am Start. Hab heute auch wieder die GoPro dabei, werde also genauso wie beim Search Tryout, werde ich sie natürlich umhaben, alles mitfilmen. Diesmal gucke ich auch, dass ich alles habe, auch bis zum Ende. Training geht nicht so lange. Es ist auch nicht das ganze Team da. Es ist eher positionsintern. Das heißt, ich bin jetzt nur mit den Running Backs auf dem Platz. Oder besser gesagt am Trainieren. Es kann sein, dass noch die Linebacker oder so. Oder vielleicht ein paar D-Liner oder sowas da sind. Aber die haben nichts mit uns zu tun. Also da wird das wird nicht integriert. Das ist einfach nur pure Running Back Practice, ja. Habe ich mega Bock drauf, wieder wie Serda und den ganzen Rest der Running Backs, den ganzen Rest der Truppe zu trainieren. Und schauen mal, wie es heute wird, okay? Nicht vergessen natürlich, liken, teilen und subscriben. Und nochmal danke für die ganzen Feedbacks. Viele haben mir auch nochmal geschrieben nach dem letzten Video, haben mir viel Glück gewünscht und sowas. Fand ich richtig, richtig cool. Muss aber leider sagen, ich habe es schon mitbekommen, dass einer wohl eingeladen worden ist zum Training, das war der Dwayne, das werde ich auch nochmal einblenden. Gegen den habe ich diesen Shuffle Run gemacht gehabt. Richtig cooler Typ, deswegen bin ich auch froh, dass er genommen worden ist, weil er echt saunett ist. Ein guter Spieler auf jeden Fall. Ich muss mir mal seine Highlights noch anschauen. Und freut mich für ihn auf jeden Fall. Bei mir war es klar, ich bin 36. Ich bin zwar fit, aber ihr junge Hipper seid noch ein bisschen fitter als ich, gell? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ab jetzt seht ihr mich dann nur noch, besser gesagt, ihr seht mich gar nicht. Läuft dann nur noch alles über die GoPro. Und dann bis später. Peace. Und viel Spaß. Let's go, René. Oh ja, du machst es total, René. Achtung, oh, danke! Ready, go! Das war gibt's in den Händen, genau. Ich hab's berührt! Hab ich berührt? Ja! Oh Scheiße, was ist runter, Alter? Digga! Da! Da rechts! Links! Was kommt weiter her? Hey, wo ist der? Red! Go! Ich hab gedacht, der will hier in meinem Mund reichen. Das Spinn, der ist raus. Haben wir mal gemacht, wenn du es immer öfters machst, dann machst du es bis zum Spiel. Der zieht hier raus, hast den abgeschüttelt komplett. Weißt du, wie man das nennt? Training. Progress. Ja. Ha! Got it! Internet! Weiter! Okay, go. Und sein, Schick und Sieg. Einfach tief runter. So, bam. Unglaublich! Oh, Interception, let's go! Ja, er muss einfach nur drüber stellen. Ja, aber anderer Match. Genau. Theo.
Ich glaube, manchmal du hast studiert. Manchmal glaube ich echt, du hast es studiert. Wirklich. Wie ist ein Mensch, wenn er 100% von einem Mensch hat? Hab das viel zu oft falsch gemacht. Ach so. Nächste Mal, Alter, keine Aufmerksamkeit. Kann ich nochmal? Ja, mach nochmal. Komm. Regnet es oder so? Das ist nur Sturm. Ah, komm mal! Bis zur anderen Seite. Auf jeden Fall genug. Da müsst ihr mitzählen, weil ich blick's nicht. Ich kann nicht zählen, Alter. Ich sag dann fertig, okay? Ich feier einfach. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Schön, schön. Schön. Wir sind so weiter vorne. Ich hab gedacht, du sagst super hier. Also, er geht erst vor, als wir da blocken, ja. Und dann geht er raus, okay. Auf seine Route. Ey, es muss eine Completion sein. Ohne Completion gehen wir jetzt vom Platz. Auf geht's, komm. Oh Gott, das ist so fetter so hoch. Let's go! Get the f*** away! So Leute, ich bin jetzt auch schon wieder zu Hause, ich bin jetzt in meinem Hof. Muss sagen, Training hat mega gebockt. Ich finde einfach die Energie bei den Jungs ist einfach richtig, sind echt motiviert. Machen jetzt auch schon, also man merkt ja so, wie man miteinander redet, den Scheiß macht, ein bisschen dumm labert, so wie es einfach sein soll. Also gute Energie dabei, auch von der Intensität war es super. Da wir echt kaum Pause gemacht haben und immer Drill, 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 kurz was trinken, dann wieder der nächste Drill, kurz erklärt. Das ist halt das Nice, dass du einfach nur noch kurz was erklären musst. Hier, wir machen das und das, jeder weiß Bescheid, es klickt. Bei dem anderen mehr, bei dem anderen weniger, so wie bei mir, der da einfach mal komplett einen falschen Drill kurz macht, weil er einfach
zu viel beschäftigt ist mit dem Film. Aber das passiert. Dann macht man einfach gleich, macht man es gleich danach richtig und dann passt es wieder. Will auch gar nicht so anquatschen. Hier ist jetzt mal vorbei. Am Sonntag geht's nach Schwäbisch Hall zum Tryout. Mal gucken, wie das läuft. Ey, die Entscheidungen, wohin es gehen soll, das sind schwierig. Das sind ganz, ganz schwierig. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Haut mal in die Kommis rein. Und wenn ihr wollt, dass ich ein kleines Review mache über die Handschuhe, die ich heute an hatte, dann mache ich das auf, sagen wir mal, 70 Likes. Dann mache ich eine Review dazu, okay? Peace.